So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Mittwochnacht. Wie immer eine freie Runde, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also gerne anrufen, wenn ihr das wollt. Und wir unterhalten uns über alles, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer und unsere auch kostenfreie E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben, kurz euer Thema umreißen, dann geht das hier im Hintergrund bei uns alles sehr viel schneller. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Manfred und Manfred ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Manfred. Weswegen rufst du mich an? Ich möchte mit dir reden über die Männer, die ihre Frauen bzw. Freundinnen schlagen. Mhm. Warum möchtest du das? Weil ich zu diesen Männern gehörte, die das auch getan haben. Ja, erzähl mal, was hast du gemacht und wie lange hast du es getan? Also ich habe meine Ex-Freundin, ja wie lange, also ich denke mal so insgesamt bestimmt 10 Mal geschlagen. Mhm. Dabei auch richtig massiv, einmal so, dass sie sogar ärztlich behandelt werden musste. Was hattest du angerichtet? Ich habe ihr mit dem Knie zwischen die Beine getreten, also ganz unterste Schublade. Ja, das heißt, sie war verletzt? Ja. Sehr schlimm verletzt? Nee, nicht sehr schlimm, aber immerhin so, dass sie eben in ärztliche Behandlung musste. Mhm. Und ich denke auch, selbst wenn nicht, wäre es trotzdem schlimm genug. Natürlich, also. natürlich. Warum bist du so ausgerastet? Also ich sag mal, ich weiß heute, das wusste ich damals so nicht, dass ich einfach eine ganz extreme Verlustangst hatte. Ich wollte immer an oberster Stelle stehen. Mhm. Ich denke, es ist auch in einem gewissen Maße normal, dass man in einer Beziehung an oberster Stelle bei seiner Partnerin stehen möchte. Ja. Aber ich bin halt wirklich ausgeflippt, wenn es mir aus irgendeinem Grund nicht gut ging und sie gesagt hat, ich habe jetzt aber keine Zeit, ich melde mich später nochmal oder so, weil sie weiß ich was vorhatte. Mhm. Dann bin ich ausgeflippt. Also dann habe ich gemeint, okay, ich bin jetzt nicht mehr Nummer 1 und gar nicht mal wegen anderen Männern, dass ich da in dem Sinn eifersüchtig war. Und gar nicht mal wegen irgendwelcher Streitereien, sondern weil der Fokus der Aufmerksamkeit nicht so auf dir dann lag. Genau, dadurch kam es natürlich zu Streitereien, weil ich dann halt auch gesagt habe, ich will Nummer 1 sein, ich habe das Gefühl, ich bin es nicht. Mhm. Das hat sie natürlich abgestritten, war auch letztendlich so, ich war die Nummer 1, aber das habe ich in dem Moment dann nicht sehen wollen. Und das ging dann eben bei diesen Streitereien so weit, dass ich am Anfang fing es damit an, dass ich sie halt bedroht habe sie dann festgehalten und dann ging es irgendwann so weit, dass ich sie wirklich auch geschlagen habe. Mhm. Auch mit der Hand ins Gesicht, das volle Programm? Ja, also nicht mit der Faust, aber... Mit der flachen Hand. Zumindest mit der flachen Hand, ja. Wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? Etwa ein Jahr. Ein Jahr. Wie lange liegt das jetzt zurück? Über 2 Jahre. Ja. Warst du vorher, vor dieser Beziehung, auch Frauen gegenüber gewalttätig? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Warum denn gerade bei der Frau? Wie kam das? Ich muss auch dazu sagen, es war dann auch nicht die einzige. Ich habe dann nochmal, ich sag mal, einen Beziehungsversuch gestartet, wo das dann wieder so war. Da bin ich dann zwar so weit gewesen, dass ich die Grenze kannte, nicht wirklich zu schlagen, aber immerhin festgehalten und ihr gedroht habe ich auch. Mhm. Hat die eine Frau übrigens, von der du gerade anfänglich ausführlich erzählt hast, hat die dich verlassen? Die hat mich verlassen und das möchte ich auch gerne mal hier allen kundtun. Ihr habt ja das Thema schon oft gehabt aus der Sicht der Frau. Was ich ganz wichtig finde jetzt im Nachhinein, sie hat 2 Dinge getan, die ich für sehr gut halte, was eine Frau in der Situation machen sollte. Mhm. Das Erste, sie hat mir zunächst damit gedroht, mich anzuzeigen. Das hat mich aber in keinster Weise beeindruckt. Ja. Was mich beeindruckt hat, sie hat gesagt, ich werde es deinen Eltern und deinem ganzen Umfeld erzählen, was du für ein Schwein bist, hat Deutsch gesagt. Und das hat gezogen? Das hat gezogen und dann, was dann wirklich das Wichtigste war, sie hat mir immer wieder Chancen gegeben, weil ich immer wieder beteuert habe, ich mache das nicht mehr. Mhm. Das heißt, du hast dich auch jedes Mal dann entschuldigt? Ja, natürlich. Mhm. Ich habe mich entschuldigt, ich wusste auch, wie schlimm es ist, was ich tue, ja. Aber in der Situation, wenn ich wieder in so einer Situation war, war das wieder vergessen im Prinzip. Aber dennoch hat sie dann irgendwann Schluss gemacht. Irgendwann hat sie Schluss gemacht und ich denke, das einzig Richtige, was sie machen konnte, sie hat den Kontakt komplett abgebrochen. Mhm. Sie hat auf nichts mehr reagiert, keine Mail, keine Anrufe, gar nichts. Mhm. Ich existiere im Prinzip für sie nicht mehr. Ja. Und das ist das, was mir dann letztendlich auch den Anlass gegeben hat, wirklich was zu unternehmen und zu sagen, okay, das war einfach, das geht so nicht. Mhm. Du hast ja nochmal eine Beziehung angefangen, hast du gerade gesagt, ja, wo das nochmal so ein bisschen lief. Nun klingst du heute geläutert und reuig und einsichtig. Ja. Hast du irgendetwas unternommen? Hast du eine Therapie gemacht? Ich habe sogar 2 Therapien gemacht. Ja. Ich habe die erste Therapie auf Anraten von ihr gemacht, mhm, wobei sie immer gesagt hat, mach das nicht für mich oder uns, sondern mach es für dich, wo natürlich, sie auch recht hat. Mhm.
Die Therapie hat mir deshalb nichts gebracht, weil die Therapeutin immer sagte, naja, du weißt ja, dass es nicht in Ordnung war, also sehe ich bei dir keinen Handlungsbedarf. Was natürlich Quatsch ist. Ja, allerdings. Und daraufhin habe ich mir dann eine andere Therapeutin gesucht und die hat mir dann wirklich auch klargemacht, dass es eben diese Verlustangst war und so eine Form von Egoismus und Eifersucht, die dazu führte. War das wichtig für dich, dass es eine Therapeutin war oder war das Zufall und letztendlich wurscht? Es war eigentlich zwar Zufall, aber ich glaube, es war letztendlich trotzdem deshalb wichtig, weil sie das eben, dachte ich mir, da so besser aus der Sicht einer Frau auch verstehen kann. So, und diese Therapie hat jetzt die Wirkung gezeigt, dass du heute sagst, ich bin mir sicher, dass ich das nicht mehr machen werde, einer Frau gegenüber? Ich hoffe es, ja. Also wie lange liegt die Therapie jetzt zurück? Bei der zweiten bin ich noch dran. Ach, du bist doch dabei. Ja. Mhm. Die mache ich halt auch freiwillig. Sie hat zwar gesagt, ich müsste eigentlich nicht mehr kommen, aber ich habe gesagt, ich gehe trotzdem weiterhin, weil ich will auf keinen Fall, dass sowas nochmal passiert. Bist im Moment aber auch in keiner Beziehung? Ich bin im Moment in keiner Beziehung. Ja, aber ich meine, das ist ja schon mal toll, dass du das gemacht hast. Das machen ja die wenigsten. Dass du eigeninitiativ dann zu einem Therapeuten gehst und bei der ersten hat es nicht geklappt und dann sogar noch mal engagiert bist und zur zweiten gehst. Ja. Das muss man ja auch anerkennen. Das finde ich also, schon mal. Was mir die Hoffnung gibt, sage ich mal, dass mir das nicht wieder passiert, ist zum Beispiel die Tatsache wie jetzt, dass ich anrufe in der Öffentlichkeit und auch dazu stehe. Das wäre also damals undenkbar gewesen. Ja, aber ich möchte auch mal auf meine Frage von gerade zurückkommen. Ja. Warum ist das bei dieser Freundin ausgebrochen und warum war es vorher bei den anderen Beziehungen in deinem Leben nicht der Fall? Also ich habe vor dieser Beziehung, habe ich eine kurze Beziehung gehabt zu einer Frau, die mich ziemlich verletzt hat, die mich betrogen hat, die mich hängen lassen hat. Und ich denke, dass es daher kam. Aber das war dann, ich sag mal, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Bist aber sonst so im Leben Männern gegenüber nicht ein aggressiver Typ? Nein. Nee. Ich bin vor allen Dingen, also Männern gegenüber hätte ich auch viel zu viel Angst, die zu schlagen. Ah, ja. Jetzt, wenn ich da irgendwie mit jemandem Krach hätte, hätte ich da Angst. Also ich habe mir dann schon in dem Sinn nur ein wehrloses Opfer ausgesucht. Also ganz feige im klassischen Sinne. Sehr einsichtig. Sehr einsichtig und wahrscheinlich wird das eine gute Wirkung haben für deine nächsten Beziehungen und eine gute Grundlage. Ja, ich finde es toll, dass du angerufen hast, das erzählt hast, Manfred. Ja. Finde ich eine tolle Sache. Respekt vor der Entscheidung. Ich wollte es eben auch nochmal sagen für die Frauen einfach, dass es wichtig ist, da keine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance zu geben, sondern wirklich knallhart den Schlussstrich. Anders, denke ich, funktioniert es in den meisten Fällen sicherlich nicht. Ja, das denke ich auch. Gut, dass du es auch von deiner Sicht auch nochmal so gesagt hast. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr uns hier erreichen wollt, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer. Jetzt bin ich verbunden mit Thomas. Thomas ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Thomas. Guten Morgen. Also zunächst mal dickes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ich verfolge die also auch regelmäßig, so oft es geht, und weiß, dass du ein Mensch bist, der das offene Wort oder für das offene Wort steht und auch vor allen Dingen für Toleranz. Und das ist eigentlich der Grund meines Anrufes. Damit habe ich nämlich, meine Lebensgefährtin und ich seit geraumer Zeit wirklich zu kämpfen. Im privaten wie auch im professionellen Bereich. Wir haben ein Lokal eröffnet in Norddeutschland. Und zwar Eine Kneipe, genau. Und die Idee, die dahinter steckt, ist die, dass wenn sich also Randgruppen aus dem Internet, Klammer auf, Windelliebhaber und Spanker treffen, in Chaträumen zum Beispiel oder in Foren, dass die sich bei uns treffen können, dass die also aus dieser, ich sag mal, dunklen Ecke oder aus dieser verborgenen Ecke rauskommen können bei uns treffen können. Das ist ja schräg. Das heißt, das ist eine Kneipe für Windelfetischisten. Richtig. Und für Spanker. Erklärst du es kurz, was es ist? Ja, also Spanking ist Englisch. Auf Deutsch heißt es also das Knielegen, Versohlen. Das sind also, das geschieht immer und natürlich wie bei allem Fetisch auf freiwilliger Basis. Ja, natürlich. Ja, klar. Jetzt habe ich gerade bei der Einladung nicht ganz mitbekommen. Ist diese Kneipe schon eröffnet? Ja. Die ist eröffnet? Ja, die haben wir seit 8 Wochen, 12 Wochen ist sie jetzt eröffnet. Und ihr habt dann über das Internet Werbung gemacht für euch? Ja, also sieht man das nicht. Wir haben, also das ging parallel, ne? Also wir haben eine eigene Webseite inzwischen und mit der Eröffnung ging auch die Webseite online. Ne? Ja, und funktioniert es? Jein.
Also sieht man das eigentlich von außen oder kann man als ganz normaler Mensch auch reinkommen und ein Bier trinken? Ja, das ist genau, das ist das, was wir wollen. Also wir wollen die sogenannten Normalos als Gäste genauso haben wie die Spanker und Windelliebhaber. Wenn die Windelliebhaber aber da reinkommen, jetzt gestatte eine ganz, ganz schlichte Frage. Mhm. Kommen die ganz normal angezogen da rein, ja, oder sitzen, ja, die in Windeln an der Theke? Die haben, nein, genau, das ist der Punkt. Die, ja, haben also ihre normalen Straßenklamotten an, sage ich jetzt mal. Ja. Und ob die und wie weit die es zulassen, dass man das sieht, dass sie unten unter Windeln tragen, ist denen ihre Sache. Also da seid ihr aber offen, ihr duldet das, wenn die, ja, das natürlich zeigen möchten. Ja. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn jemand in einer normalen Hose, richtig, da sitzt. Selbstverständlich, mhm, genau. Und wir, es finden natürlich sogenannte Events und Stammtischtreffen statt von diesen, ja, Gruppen. Dann machen wir allerdings zu. Dann machen wir also eine geschlossene Gesellschaft. Ist klar, gut, das ist dann auch eine... Ja, und hast du gerade gesagt, jein, als ich fragte, funktioniert es? Was funktioniert ja, also, noch nicht womit so? Womit wir halt eben, wie ich eingangs sagte, zu kämpfen haben, ist die Toleranz. Also wir haben jetzt einige Presse-Geschichten gehabt, ja, und da wurde teilweise wirklich, ja, ich sag mal, auf unterstem Niveau Stimmung gegen uns gemacht, dass die Leute zum Beispiel, eben, so wie deine Frage war, in Windeln reinkommen, mhm, und gleich was hinten drauf kriegen. Mhm. Ne? Also das ist natürlich völliger Blödsinn. Mhm. Ist denn also, diese Kneipe, bitte sag nicht, wo sie genau ist, denn wir wollen ja keine Werbung machen. Nein. Aber trotzdem meine Frage, ist die eher in einem im ländlichen Gebiet oder? Ja, das ist provinzielle Stadt nördlich, also 30, 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Ne? Also, ja gut, es ist natürlich auch vielleicht ein bisschen schwieriger, das auch dem Umfeld, den Nachbarn zu vermitteln, als wenn ihr jetzt mitten in Hamburg oder mitten in Köln sowas gemacht hättet, richtig, oder in Berlin. Das ist das Problem. Und warum habt ihr es so in der Provinz gemacht? Bitte? Warum habt ihr euch... Ganz einfach. Das hatte einfach mit finanziellen Dingen zu tun. Ne? Weil es da einfach ist, ein Lokal zu kriegen und billiger. Richtig. Und so, ja, ist das richtig, mhm, genau. Gibt es denn richtige Anfeindungen von Seiten der bäuerlichen Nachbarschaft? Oder? Ja, also bäuerlich so. Es ist eine mittelgroße Stadt. Ne? Ja. Also die Anfeindungen kommen eher von der Konkurrenz. Ne? Also von anderen Kneipen. Ja, natürlich, ja, klar. Ja, die hauen drauf, ist mir klar. Ja, ja, klar, ne? Ja. Weil wir vor allen Dingen auch, ich sag mal, unsere Sachen günstiger anbieten. Mhm. Ne? Und das in dem Bereich geht es eher, mhm, rein. Ne? Ist es ja noch erträglich oder ist es schon richtig? Ist es noch erträglich oder ist es schon richtig schlimm, was die mit euch? Eigentlich nicht. Es ist schon sehr schlimm. Also und deswegen, was ich eingangs sagte, Toleranz. Also wenn die Leute reinkommen würden und fragen würden, was geht hier eigentlich ab, dann hätte ich dafür Verständnis. Mhm. Aber es wird einfach nur, weißt du, es wird einfach nur auf das sind Vorurteile. Ne? Ja, ja, definitiv, ja, klar. Vorurteil. Ja, ja, ja. Das wird einfach nur, ich sag mal, auf niedrigstem Niveau, ja, wird da argumentiert und keiner weiß wirklich, was bei uns läuft. Wie ist das denn, wenn man da jetzt reinkommt zu euch und sich ein Bier bestellt? Ja. Nehmen wir mal an, dann weiß das nicht genau. Steht das eigentlich, steht irgendwas draußen angeschrieben? Nö. Gar nicht. Es steht ganz normal irgendwie Kneipe, Namen und das war's dann. Okay, dann nehmen wir an, ich komme da rein und weiß gar nicht, dass das sowas Spezielles ist. Merke ich das, wenn ich da sitze und mein Bier trinke? Nein. Nein. Und man wird da auch nicht irgendwie dumm angemacht, nein, oder? Nein, nein, nein. Also mein Schatz, also meine Lebensgefährtin, die Ursel, sagt immer, zuerst kommt der Mensch rein. Mhm. Verstehst du? Mhm. Also egal, was er ist und wer er ist, ja, und wer er sein möchte. Der Mensch ist wirklich, da steht wirklich bei uns an vorderster Stelle. So, und für die Leute ist das wichtig, da einfach Kontakte dann zu finden, wiederum die Windelfetischisten sind, oder? Richtig, ne? Mhm. Also die können sich, wie gesagt, wenn die sich im Forum treffen und sagen, du bist mir sympathisch, oder? Wir trinken mal ein Bier zusammen, ne? Und treffen uns da. Das war ja bisher immer so, dass die sich dann privat zu Hause getroffen haben. Aber gestatte mir die ketzerische Frage, wieso brauchen die dann euer Lokal? Wenn die ganz normal angezogen sind, können die sich doch, wenn die im Forum sich verabredet haben, in jeder x-beliebigen Kneipe treffen. Ja, aber da ist es dann wieder so, dass sie den dann doch wieder sehr, sehr, ja, ich sag mal, versteckt und auch sehr, sehr leise argumentieren müssen. Ne? Also verstehe. Ja, man fühlt sich wohler, wenn man weiß, die Wirtsleute sagen, okay, das ist ja unser... Ja, apropos die Wirtsleute, seid ihr denn auch Windelfetischisten? Ja. Ach so. Ich selber bin Windelfetischist und mein Schatz gehört eher der Spanker-Fraktion an. ja, wie praktisch dann. Aber funktioniert das auch? Die eine will versohlt werden und der andere trägt Windeln. Richtig. Steht denn sie auch drauf, wenn du mit deinen Windeln durch die Wohnung tappst? Ja, natürlich. Das schon, genau. Das ist okay. Wir wechseln auch gerne. Also ich bin auch ab und zu mal derjenige, der sie versohlt. Ach so. Und sie trägt auch gerne Windeln. Ne? Ach so, dann geht das doch schon auch mal so. Ja, also das ist bei uns also nicht so, dass wir da festgefahren sind. Ne? Ich kenne mich in der Szenerie nicht so aus. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr schwierig ist, da so Partner zu finden, die dann sich dann auch verlieben und wo alles so klappt miteinander. Ja, das ist es. Und
wir selber, wir beide haben uns auch über das Internet kennengelernt. Ne? Ah ja, und dann kam die Idee, Mensch, wir wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen und uns wohlfühlen. Ja, und genau, das ja. ist der Punkt. Genau, ja. ne? Und was vor allen Dingen gefährlich ist, nicht, das gilt ja nicht nur für diesen Fetisch, sondern es gilt für, im Grunde genommen für alle Chats oder für alle Flirtlines, wenn die sich untereinander im Chat sympathisch sind. Mhm. Und treffen sich irgendwo. Hm. Du weißt nie, wen du vor dir hast. Ja, du hast völlig recht. Der kann alles schreiben. Der kann sagen, ja, ja. ich bin der Tollste, der ja, 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 ja. Man sollte sich auch... privat zu Hause ja, ja. Und du kommst dann nicht mehr raus. Sollte man nie machen, sollte man nie machen. Ja, eben. Gibt ja. es denn bei euch für den Fall, dass man sich dann nun, dass sich da zwei heiße Windelfetischisten treffen, die erstmal Bier trinken, vielleicht auch zwei, gibt ja. es auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in einen Raum und ein bisschen Spaß miteinander zu haben? Das war ursprünglich so gedacht, aber das gibt einfach die Örtlichkeit in unserem Lokal nicht her. Ja. Und deswegen machen wir, wenn wir also genug, wenn genug Leute da sind, machen wir dann geschlossene Gesellschaft. Ach so. Wir hängen die Fenster zu, dann können die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen. Oh, dann munkelt aber das Städtchen, wenn die Fenster zugehängt sind. Ja. Dann werden die aber spekulieren, was geht da jetzt Heißes ab in der neuen Kneipe. Ja gut, das tun sie sowieso. Ja, das tun sie sowieso. Also rufen wir mal zu mehr Toleranz in Norddeutschland auf, wo immer ihr da ja. auch seid. Aber das kann ich mir schon vorstellen, ist mir völlig klar, dass da erstmal viel Gegenwind kommt. Aber vielleicht kapieren sie es. Also die Bürgermeisterin geht jetzt inzwischen sogar so weit, dass sie sagt, das Haus ist abrissgefährdet. Ja. Also irgendwie versuchen sie uns jetzt doch da rauszukriegen. Und der brave Bürger will sowas nicht unter sich haben. Ja. Aber wer weiß, wo der brave Bürger auch immer so auftaucht, ne? Denn den braven Bürger trifft man ja auch gerne in genau solchen Sachen oder in Bordellen oder weiß ja, ich wo. Ja, ne? Genau. Mhm. Das Kuriose war bis dato, als wir haben uns kein Schild draußen hingehangen, wir haben eine Fetischkneipe und bis dato, bis also dann die erste Presseveröffentlichung kam, hatten wir Kunden, ich sag mal, vom Sparkassendirektor bis zum Schornsteinfeger. Aber dann war Schluss danach, ne? Danach war Schluss. Ja, ist klar. Also, Thomas, ich finde das eine gute Idee und da ist gar nichts gegen einzuwenden. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, dass die Leute sich vielleicht auch eines Besseren belehren lassen. Ja, das ist nett von dir. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Und eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Okay. Schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt gibt's ein bisschen Post. Die Domian-Postecke. Fangen wir direkt an mit Matze aus Kaiserslautern. Der schreibt, hey Domian, deine geile Tischlerin vorgestern war ja wohl der Hammer. Ich arbeite selbst in diesem Job und die Vorstellung, eine Kollegin von mir würde immer wieder mal ab und zu zur Toilette gehen, um ... Das macht mich total rattig. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr normal arbeiten. Ich würde ständig alles versägen. Schreibt Matze aus Kaiserslautern. Dann Max zu unserem großen Thema letzte Woche, zu unserem Thema Sterbehilfe, schreibt, ich bin Jurastudent und stehe kurz vor dem ersten Staatsexamen. Auch ich bin der Meinung, dass wir dringend eine klare gesetzliche Regelung brauchen. Die Beihilfe zur Selbsttötung darf nicht kriminalisiert werden. Zudem verstehe ich nicht in der öffentlichen Diskussion, warum Hospizbewegung und Sterbehilfe sich angeblich widersprechen. Ich für meine Person würde unter bestimmten Voraussetzungen auf jeden Fall Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Marion aus Eschborn, ebenfalls zu diesem Thema, schreibt, ich glaube, dass eine Legalisierung der Sterbehilfe einem Dammbruch gleichkäme. Wer schützt uns vor Missbrauch? Werden Alte und Kranke dann vielleicht zu Tode gespritzt, weil sie der Gemeinschaft zu lästig und zu teuer geworden sind? Wie wäre eine solche Legalisierung mit der Würde des Menschen und der Unantastbarkeit des Lebens zu vereinbaren? Ich plädiere, genauso wie die deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, für ein Sterben in Würde. Das heißt Schmerzbekämpfung, optimale menschliche Begleitung und Beistand bis zum letzten Atemzug. Dann eine anonyme Mail von jemandem, der schreibt, hi Leute, seit einigen Wochen gucke ich wieder Domian und ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich Domian toll, wenn er Menschen in Not hilft und das mit großem Einfühlungsvermögen. Andererseits ist er leider ein erbärmlicher Spießer. Da regt er sich zum Beispiel beim Thema Exhibitionismus über einen völlig harmlosen Kerl auf, der sich im Auto in Anwesenheit von Anhalterinnen an die Hose geht. Oder er verzieht angewidert sein Gesicht, wenn es um Sexualpraktiken mit Fäkalien geht. So, das musste ich mal loswerden. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, denn gleich kommt Domian. Das schreibt der anonyme
Der anonyme Schreiber. Und unsere letzte Post. Hi Domian, wir sind Mark und Piet. Beide 18 Jahre alt und wohnen in Berlin. Wir gucken deine Sendung sehr oft und finden wirklich super, was da alles so besprochen wird. In der Schule haben wir Lehrer, die sich in ihrer politischen Korrektheit beinahe überschlagen. Bei dir ist das anders, das finden wir gut. Du beziehst Stellung und bist manchmal auch sehr hart. Mach weiter so, wir haben in der Schule auch schon kräftig Werbung für dich gemacht. Viele Grüße von Marc und Piet. Schönes Kompliment, vielen Dank an die beiden Jungs und schöne Grüße nach Berlin. Ende der Postecke und wir machen weiter mit Eileen. Eileen, ist das richtig ausgesprochen? Ja, hi. Schönen guten Morgen, Eileen. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, immer doch. Du bist süße 25 Jahre alt. Ja. Ja, das ist doch auch schon mal ganz schön. Richtig. Über was reden wir? Ich mache Telefonsex. Ach was. Ja. Es hatte schon so ein Timbre in der Stimme, wo ich was dachte, ja, so eine Schwingung in der Stimme. Echt, ja? Ja, wo ich dachte gerade irgendwie, es geht jetzt gleich um Sex. Oh, ehrlich, ja? Ja. Na, das brauche ich ja auch, ne? Ja, das brauchst du. Wie lange machst du es denn schon? Jetzt 6 Monate. Ach, das ist ja dann doch noch relativ frisch. Ja, ich habe es vor 2 Jahren schon mal gemacht. Ja. Und dann ist das aber wieder zum Sande verlaufen. Ja, und dann habe ich es nochmal neu, bin ich nochmal neu angegangen und ja, jetzt mache ich das. Seit 6 Monaten. Ja. So Fulltime oder nebenher? Nee, so Fulltime. Also, aber ich arbeite nur am Wochenende und dann richtig Hardcore. Das heißt, wie viele Stunden am Wochenende pro? Also 8 Stunden schlafen in 48 und 40 Stunden arbeiten. 8 Stunden schlafen und 40 Stunden arbeiten? Ja, und den Rest der Woche habe ich dann frei. Muss mich auch erholen dann. Aber dann kannst du doch wahrscheinlich Sex nicht mehr hören. Manchmal nicht, nee. Ja. Aber ich rechne gerade mal aus, kommt das hin, 40 Stunden am Wochenende, kann man am Wochenende 40 Stunden, nee, kann man doch gar nicht. 40 Na doch, Stunden. Von Freitag 0 Uhr bis Sonntag 0 Uhr sind 48 Stunden. Ach so, du schläfst am gesamten Wochenende nur 8 Stunden? Ja, 2 mal 4. Jetzt verstehe ich das. Hm. Warum nur am Wochenende? Weil es da nochmal Bonus gibt. Ach so. Was verdient man, wenn man Hardcore am Wochenende Telefonsex macht, so wie du? Was kommt im Monat netto raus? Ja, schon sehr viel. Ich bin interessiert daran zu hören, wie viel. Das möchte ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Okay, akzeptiere ich. Das muss man auch respektieren. Aber man kann gut davon leben. Auf jeden Fall. Ja. Du sitzt zu Hause in deinem Kämmerlein und machst es von da aus. Oder sitzt du irgendwo in der Agentur? Nee, ich bin zu Hause und mache auch nebenbei meine Sachen, sitze am Computer. Ja. Oder Haushaltssachen. Das ist so geschaltet, das heißt, er kriegt irgendein Anbieter kriegt dann sein Geld und du kriegst dann deine Prozente davon. Genau. So. Mhm. Was ist das für ein Klientel? Was sind das für Leute, die dich anrufen? Querbeet? Alles. Jung, alt? Alles. Perverse? Also von der Stimme her kann ich zum Beispiel schlecht jetzt eine 60-Jährige machen. Habe ich auch schon öfter mal gemacht. Manche merken es dann auch. Nee, ich meine, die Männer, die dich anrufen. Ja, ist einfach alles. Ist alles. Ich habe so salopp gesagt, perverse. Ich meine es nicht salopp, ich meine es ernst. Aber es ist so. Gibt es da auch Männer, die Sachen von dir verlangen, wo du sagst nein? Nichts, ich mache alles. Du machst alles? Ich mache alles. Wie, du hast keine Grenze? Nein. Wenn du sagst, wenn der von dir verlangt, ich möchte, dass du ein kleines Mädchen von 10 Jahren spielst. Ach so, nein, das natürlich nicht. Das machst du nicht. Also da haben wir auch richtig Vorschriften, was wir nicht dürfen, zum Beispiel mit Tieren. Ah ja, genau, das wollte Kinder ich. Kinder und meinte Toten ich. Mhm, ja. Und sowas, ja. Also nee, aber sonst mache ich eigentlich alles. Was so die Sexualität zu bieten hat, machst du alles. Es ist ja alles nur Fantasie, insofern du bist ja nicht real dabei. Ja, und also für mich ist manches so krass, das ist für mich gar nicht reell. Zum Beispiel mit Natursekt und Kaviar. Mhm. Wenn ich da Gespräche habe mit diesen Sachen, ja, das berührt mich überhaupt nicht. Weil du das so abstrus findest, dass ja. du... Und gibt also es, gibt manche es Frauen, die können das gar nicht, weil sie sich dabei so ekeln. Mhm. Aber ich spüre dabei nicht. Du lässt das gar nicht an dich heran. Nee. Du spielst mit denen dann irgend so eine Fantasie, so eine dreckige Fantasie durch. Genau. Und das ist und dann ist es auch gut. Ja. Mhm. Gibt es viele Männer, die gerade diese Sachen mit Ausscheidungen wünschen? Ja, ungefähr 30%. 30%? Ja. Das ist ja unglaublich. Und das ist ja nicht nur Natursekt und Kaviar, es ist ja auch mit Ankotzen. Ach, das gibt's auch noch. Ja, die wollen dann auch richtig hören, wie man sich den Finger in den Hals steckt. Nein, das habe ich noch nie gehört. Das hab ich wirklich noch nie gehört. Die wollen hören, wie du dir den Finger in den Hals steckst und dabei werden die Kerle geil. Ja. Mein Gott, wo leben wir? Ich weiß es nicht. Und die essen es auch gerne auf, ne?
Ich muss jetzt hier ganz tapfer sitzen bleiben. Nicht, dass du noch einen Kulturschock bekommst. Nein. Also ich vielleicht ist den einen oder anderen, wenn du dich vielleicht auch erinnern kannst, vor einiger Zeit hatten wir eine ehemalige Prostituierte, hatte ich hier in der Sendung, die über Jahre lang Freiern in den Mund das große Geschäft gemacht hat. Das ist unfassbar. Dass sie den richtig trainiert, den Namen. Unfassbar, finde ich das. Und dieses jetzt mit dem Erbrechen, das habe ich wirklich noch nie gehört. Nein. Also vor dieser Zeit hatte ich das auch noch nie gehört. Aber man lernt nie aus. Das sind aber wahrscheinlich, ich vermute mal, eher ältere Männer. Das sind so ganz junge Männer. Nee, nicht mal. Also ruft ein 20-Jähriger mit so einer komischen Fantasie an. Ja, wirklich. Aber das mit dem Erbrechen ist aber wahrscheinlich doch eine sehr kleine Minderheit, ne? Ja, das ist schon eher seltener. Aber Natursekt und Kaviar, das ist schon sehr heftig. Also hätte ich nicht gedacht, ja. Mhm. Wie viele Männer darauf abfahren. Und die das auch dann essen und sich damit einreiben. Mhm. Es soll angeblich süß schmecken. Mhm. Unfassbar. Ja, ich kann auch nicht. Und sagen. Wahrscheinlich auch aus allen gesellschaftlichen Schichten, wo man vielleicht denken würde, niemals der oder die. Und hast du einen Freund? Ja. Was sagt der denn dazu, was du da machst? Ach, dem ist das egal. Völlig egal? Ja, also er sitzt auch öfter mal dabei und hört mal zu und dann machen wir auch unsere Witze. Kannst du auf Mithören schalten, dass der dann auch hört, was der... Ja. Ja, das schon. Ja. Und ab und zu werden wir auch gefragt, ob wir irgendwo... Also wir sind ja alle Frauen sind in einem Raum und wir kriegen ja die Gespräche zugeteilt. Und dann werden wir auch öfter mal gefragt, ob wir einen Mann zu Hause haben, weil dann jemand ein Pärchen verlangt. Da macht er auch mit. Ach, da macht er sogar mit? Ja. Ach so. Oder ab und er hat auch schon zwei oder dreimal so einen Schwulen gespielt, also. Also solche Wünsche kommen dann auch vielleicht von so bisexuellen Neigungen von Männern, die dann alles haben wollen und. Ja, genau. Ja, wenn du das, was macht dein Freund? Der hat einen normalen Beruf in der Woche. Ja. Dann ist das Wochenende ist ja komplett blockiert bei euch. Ihr könnt nie am Wochenende was unternehmen. Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, ich mach mal frei, aber das ist eher selten. Wirkt sich das negativ auf die Beziehung aus? Sexuell vielleicht, aber. Inwiefern sexuell? Also ich habe nicht mehr so viel Lust. Das glaube ich. Wenn du am Wochenende die geballte Ladung abbekommst, bist du froh, wenn du Ruhe hast, ne? Und, Richtig, aber wir sind zwei Menschen, die dann nicht so ein extremes Sexualverlangen haben. Mhm. Also von daher ist das nicht so problematisch. Andererseits, diese Frage stelle ich ja sehr gerne immer Prostituierten, die wirklich an der Front arbeiten. Ob die und wie das funktioniert, dass die Mädels dann noch Lust auf privaten Sex haben, sage ich mal. Und viele sagen ja. Die sagen, die schalten im Kopf um und das ist eine ganz andere Welt. Das Umschalten muss bei dir ja noch einfacher sein, weil du die Typen nicht real an dir spürst. Das ist ja alles im Kopf, passiert das ja. Aber dennoch ist man gesättigt von dem ganzen Kram. Auf jeden Fall, Weil man auch viel perverse Sachen hört und die dann auch irgendwo abstoßen vom ganzen Sexleben. Der ganze Sex wird so in den Dreck gezogen, allein schon mit den ganzen Fäkalien. Weiß ich nicht, da verliert man so die Lust, ne? Bemerkst du das, ich meine, das ist jetzt erst 6 Monate, aber immerhin, 6 Monate sind, und du hast vorher auch schon Erfahrungen gesammelt, verändert sich dein Bild, dein Männerbild? Ja. Zum Negativen wahrscheinlich? Würde ich schon sagen. Also ich sehe manchmal Männer auf der Straße, wenn wir so zusammen unterwegs sind, dann sage ich sofort potenzieller Anrufer. Das sehe ich einfach intuitiv, merke ich das. Das könnte so einer sein. Ja. Andererseits wollen wir die Frauen nicht schönreden. Das gibt es ja bei Frauen genauso, diese Veranlagung. Ja, das stimmt. Die rufen dann, ich weiß nicht, wo die anrufen oder wie die das machen, aber das gibt es ja nun bei Frauen genauso. Ich glaube, Frauen sind nicht so blöd, sondern teure Nummer anzurufen. Ja. Nee, das ist echt so. Ja, vielleicht. Mein Freund hatte schon mal nachgefragt, ob er das auch machen kann. Ja. Und also diese Agentur bietet das nicht an, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Ja, aber von Schulen sicherlich schon, ne? Ja, also Gay-Lines, ne? Mhm. Das möchte er nicht machen. Nee, also Gay macht meine Agentur jetzt nicht. Ja. Wie lange redest du in der Regel mit einem Mann? Also durchschnittlich sind so 7-8 Minuten, aber dann habe ich auch sehr krasse Fälle dabei, die dann wirklich stundenlang anrufen, die sich da verschulden noch und nöcher. Was kostet eine Minute bei dir? Das fängt bei 1 Euro an bis hoch zu 3 Euro. Und wann wird es 3 Euro? Ich glaube, vom Hedny ist das. Ach so.
Da kommt ja eine irre Summe, wenn man da ganz lange mit dir telefoniert. Merkst du, dass du auch so ein bisschen drauf bist, um die Jungs so lange wie möglich in der Leitung zu halten? Ja, natürlich. Ja klar, ne, weil du damit Geld verdienen willst. Ich gaukel denen nur was vor alles, ne? Und das macht doch irgendwie Spaß. Ja, apropos Spaß. Warst du einmal, jetzt in diesen 6 Monaten, ich meine, das, wie gesagt, ist ja noch nicht so ganz lange, einmal auch mal sexuell erregt dabei? Ja, war ich auch schon. Auch schon? Weiß denn dein Freund das? Ja, das weiß er. Und ist okay? Ja, ich habe sogar jemanden darüber kennengelernt. Ach. Da stand unsere Beziehung auf der Kippe. Wie alles jetzt in der kurzen Zeit? Ja. Das heißt, da war jemand, mit dem du gesprochen hast und mit dem hast du dich dann privat getroffen? Nee, getroffen nicht. Wir haben dann nur übers Telefon, weil er auch ziemlich weit weg wohnte, und auch Fotos getauscht und alles. Und ja, kam ein bisschen Gefühl dazu. Und naja, das ging dann erstmal alles heimlich. Ja. Aber... Die Sache ist jetzt vom Tisch. Ja, die ist jetzt vom Tisch, auf jeden Fall. Was hat denn dein Freund dazu gesagt? Naja, er war sehr verletzt, ne? Ja, insofern muss er doch immer so auf der Hut sein. Das könnte ja immer wieder passieren. Das theoretisch schon, ja, aber ich hoffe es mal nicht. Ja. In der Regel, was tust du währenddessen, während du die versautesten Sexfantasien da besprichst? Was hast du an und was tust du währenddessen? Also ich bin ganz normal angezogen und ich bin am Computer. Warum am Computer? Meistens bekommen mir die Städte angesagt, ja, wo die herkommen. Ach so. Dann gebe ich das schnell ein. Ja. Dann kriege ich den Stadtplan mit den ganzen Stadtteilen und es klingt glaubwürdiger, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stadtteil weiß. Ach so. Ja. Du gaukelst denen dann vor, dass du weißt, wo sie sind und... Nee, dass ich da auch wohne. Ach, dass du da auch wohnst. Ja. Ach so, ich verstehe. Und das macht die mehr an, als wenn du irgendwo fern in der Ferne wärst. Ja, viele wollen ja auch ein Treffen. Ja. Und die muss man ja auch hinhalten. Ja. Ja, rufen wir morgen nochmal an, ich weiß noch nicht so genau. Und ja, ich krieg noch einen Anruf. Und ja, und dann sage ich zum Beispiel einen Stadtteil und dann scroll ich richtig nah ran, dann sehe ich auch die ganzen Straßen. Das ist ja abgefahren. Das ist ja richtig ausgebufft, ist das ja, ne? Aber wenn die so Blödsinn drauf reinfallen, dann kein Mitleid. Wie, auf jeden Fall. Wie ist das, wenn die in dem Moment, ich nehme mal an, wo die ihren Orgasmus hatten, legen die sofort auf, ne? Oder? Ja, ohne Schuss zu sagen. Ohne also, Schuss zu sagen. Die Männer sind so egoistisch. Wenn ich jetzt hier wirklich liegen würde und würde mich hier selbst befriedigen, ich würde auf der Strecke bleiben, noch und nöcher. Es gibt kein nettes Gespräch danach noch, ein nettes Wort war schön oder sowas, gar nichts. Zack, weg. Sehr selten. Mhm. Sehr selten, dass man Männer sagen, Dankeschön, schönen Tag noch oder so, aber... Wie lange willst du das machen? 95%, die legen einfach auf. Ja. Wie lange willst du es machen noch? Oder also überhaupt? Ich sehe noch kein Ende. Ja. Ich meine, wenn es anfängt, deine Sexualität und deine Beziehung sehr gravierend zu verändern, ist es ein Warnsignal, finde ich, ne? Dann ja. Aber definitiv. Definitiv. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Nee, ich war zu Hause. Achso, du warst arbeitslos, oder? Ja. Ja. Genau. Ja, war sehr interessant, Eileen, mit dir zu sprechen. Wie stellst du dich bei den Männern dar? Welche Oberweite, welche Augenfarbe? So wie sie es haben wollen, das bekommen wir auch angesagt. Wie sie es haben wollen. Also wenn die auf Blondinen stehen, bist du natürlich eine Blondine. Richtig. Wenn die auf braunhäutige Frauen stehen, bist du natürlich braunhäutig. Richtig. Und so weiter. Ja, auf mollig, dann bin ich eben mollig oder sehr schlank. Und es kommt halt auch vor, dass ich Domina-Gespräche mache. Kannst du auch. Ja, oder auch eine Transe. Das auch, das kannst du auch. Dann geht das immer so mit Schätzchen, weißt du? Ja, ich verstehe. ja, aber dann musst du... Mutter- und Tochtergespräche haben wir auch. Musst du dich ja auch gut so reindenken können und auch eine gute Schauspielerin sein, ne? Ja. Also manchmal hat mein Freund schon zu mir gesagt, in was für wenigen Sekunden du ganze Geschichten dir erfinden kannst, das ist nicht normal. Ja. Aber das muss man. Aber da steckt vielleicht sogar ein kreatives Talent dahinter, was du vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise irgendwann mal weiter ausbauen könntest. Vielleicht könntest du sein, irgendwann schreiben, Romane oder Geschichten oder weiß ich was. Ja. Drehbücher oder so. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Alles klar. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Mach ich. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen. Morgen ist Donnerstag. Morgen heißt unser Thema euer Jahresrückblick 2006. Ich möchte gerne mit euch über euer
Jahr 2006 sprechen. Was war das Beeindruckendste, was ihr erlebt habt? Was war das Traurigste, was ihr erlebt habt? Was war das Schönste im Jahre 2006, was ihr erlebt habt? Was war das Schrägste, das Abgefahrenste, das Schrillste, was ihr erlebt habt? Ich möchte gerne morgen, wir sind ja in unserer letzten Sendung vor der Weihnachtspause, in der letzten Woche, Freitag sind wir ja auch nochmal hier in der letzten Woche, ich möchte gerne mit euch zurückschauen auf euer Jahr 2006. War es ein gutes Jahr oder war es ein schlimmes Jahr? War es ein trauriges Jahr oder war es einfach ein verrücktes Jahr? Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind die Leitungen geschaltet und wir beginnen wie immer um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Euer Jahresrückblick 2006. Weiter geht's mit der Svenja. Svenja ist 25. Hallo Svenja. Hallöchen. Hallöchen. Was ist dein Thema, Svenja? Ja, ich wollte zum Manfred anknüpfen, der als erster heute bei dir rangekommen ist, weil er ja gesagt hat, er hätte seine Freundin geschlagen. Mhm. Erstmal möchte ich ihm, wenn er noch zuhört und zuguckt, ihm meine Hochachtung aussprechen, dass er es geschafft hat, sich jetzt wieder auf so ein Level zu setzen, dass er wieder normal in Anführungszeichen leben ja. kann. Ja. Und dass er auch daran arbeitet. Ich hätte es für meinen Ex-Freund damals auch gern gewünscht, weil mir ist es passiert, was er seiner Freundin angetan hat. Dass er es seiner Freundin, also dir angetan hat? Nein, Manfred hat ja seine Freundin geschlagen und ich wurde damals so ziemlich zur gleichen Zeit, also auch vor 2-3 Jahren wurde ich auch von meinem Ex-Freund geschlagen, und zwar auf derbste Art und Weise. Was ist genau bei dir passiert? Ja, es war so, also eigentlich hatten wir eine ziemlich gute Beziehung, die ging über 1,5 Jahre hinweg. Ja. Und anfangs war es eigentlich noch ganz gut und schön und bis auf das, dass er dann halt sich beruflich verändert hat. Und dann ging bei ihm die Firma natürlich vor und dann war ich zurückgestellt. Also er hat sich nicht mehr um mich gekümmert, ich musste um Küsse betteln. Er hat mich auch nicht mehr in den Arm genommen. Ich war auch in der Öffentlichkeit nicht mehr seine Freundin, sondern einfach nur noch das Hausmütterchen, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann sind wir dann auch recht schnell zusammengezogen. Also wir waren gerade mal ein Dreivierteljahr zusammen, dann sind wir zusammengezogen. Und wenn er dann abends vom Geschäft nach Hause gekommen ist und schlechte Laune gehabt hat oder einen schlechten Tag gehabt hat, dann hat er die schlechte Laune dann natürlich an mir ausgelassen, wenn er gerade nichts mehr in der Wohnung rumschmeißen hatte oder so. Wie sehr hat er dich denn misshandelt oder geschlagen? Er hat mich auch in den Unterleib getreten und auch während ich meine Tage hatte. Ja. Dann hat er mich in den Bauch geschlagen, er hat mich mitten ins Gesicht geschlagen, sodass ich teilweise auch mal für ein paar Tage nicht in die Arbeit gehen konnte, weil ich so dermaßen blau im Gesicht war, dass ich mich gar nicht mehr habe auf die Straße trauen können. Da hat er nicht mal das beste Make-up geholfen, ja, also da ging gar nichts mehr. Weißt du, kannst du es rekonstruieren, wie oft er gewalttätig dir gegenüber war? Also anfangs war es, also eigentlich hätte ich ja gleich schalten müssen, weil normalerweise bin ich so jemand, dass wenn mich jemand anfasst, dass ich mit dem sofort nichts zu tun haben will. Aber da war halt die rosa-rote Brille dann eben auch. Ne? Und anfangs, das war vielleicht dann höchstens ein oder zweimal im Monat und dann ging es dann so schräg ab, dass er das dann schon fast jeden Tag gemacht hat. Du sagst rosa-rote Brille. Das hält einen ja vielleicht eine Weile noch zurück. Aber warum hast du dann doch so lange noch bei ihm oder zu ihm gestanden? Ja, vielleicht so wie bei Manfred auch, dass ich Verlustängste hatte. Ja. Wer hat sich dann von wem getrennt? Ich habe mich von ihm getrennt dann zum Schluss, weil es ging dann auch so weit, dass wir wollten auch heiraten, also wir waren auch verlobt. Und er wollte mich aber nur deshalb heiraten, weil er gedacht hat, es gibt was zu erben von meiner damals im Sterben liegenden Großmutter. Und da das halt nicht der Fall war, ist er dann noch am Abend, wo ich meine Großmutter in die Erde gebracht habe, noch zu meinem Vater hingegangen und hat ihm dann ganz krass ins Gesicht gesagt, jetzt wo deine Mutter tot ist und unter dir der Erde liegt, da brauche ich deine Tochter ja nicht mehr heiraten, weil jetzt gibt's ja auch nichts mehr zu erben, gar nichts. Und wo ich ihn dann darauf angesprochen habe, da ist er dann vollkommen ausgetickt und dann war halt die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Aber dann hast du irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, weil ich konnte dann auch nicht mehr. Aber da ist es aber auch sehr, sehr, sehr heftig, muss es erst kommen, bevor du gesagt hast, jetzt ist Schluss. Ja, aber es kam halt auch von jetzt auf nachher bei ihm. Ne? Anfangs war er ein super lieber Kerl. Ja, ich wollte gerade nochmal den Zeitraum fragen. Wie viele Monate hat er dich geschlagen? Oder? Ein Vierteljahr ungefähr. Also zwischen einem Viertel bis halben Jahr. Hast du mit dem später oder heute nochmal Kontakt gehabt? Überhaupt nicht, gar Gott sei Dank nicht mehr.
Also meine Eltern, da in der Stadt, wo meine Eltern wohnen, da wohnt er auch. Mhm. Ja, und ich bin da auch ziemlich regelmäßig bei meiner Familie. Mhm. Nur ihn sehe ich Gott sei Dank so gut wie gar nicht. Beziehungsweise überhaupt nicht. Also wenn, dann sehe ich ihn nur auf der Entfernung und gucke auch, dass er mich nicht sieht. Ja. Ging das denn damals so reibungslos, diese Trennung? Oder ist er da auch nochmal ausgerastet? Wenn das so einfach geworden wäre, hey, dann hätte ich echt Glück gehabt. Aber es war leider nicht so. Also er hat mir dann noch hinterher richtig die Hölle heiß gemacht und hat mich als undankbar beschimpft, dass er alles für mich getan hätte. Dabei war ich diejenige, wo immer die Miete gezahlt hat, wo den Haushalt geschmissen hat. Wurde er dann nochmal oder noch extremer gewalttätig, nachdem du gesagt hast, ich will mich trennen? Nein, das eigentlich nicht. Da haben wir auch viele Frauen Angst vor, dass sie dann noch mehr Hölle ertragen müssen, wenn sie dann gehen wollen. Nee, das habe ich eigentlich auch befürchtet, aber das war komischerweise nicht der Fall. Ja. Was hast du jetzt für dich aus dieser Geschichte? Das ist ja nun doch eine heftige Beziehungsgeschichte, die da hinter dir liegt. Was hast du für dich daraus gelernt? Ja, was heißt gelernt? Also ich habe eigentlich mehr das Problem, dass ich jetzt seit dem Zeitpunkt eigentlich auch keine gescheite Beziehung mehr führen konnte, weil er mir so dermaßen das Vertrauen zu den Männern genommen hat, dass ich jedes Mal, wenn ich versuche, eine neue Beziehung anzufangen, dass dann jedes Mal dann auch die Angst mir dabei ist, irgendwie was falsch zu machen, sodass derjenige dann wieder austicken könnte. Verstehe. Das ist natürlich immer ein Seiltanz, den man dann vollziehen muss. Man ist natürlich erstmal ein gebranntes Kind, weil man skeptisch ist aufgrund dessen, was man erlebt hat. Man darf es aber auch nicht zu sehr übertreiben, weil man sonst auch tollen Leuten keine Chance mehr gibt, in sein Leben zu kommen. Aber bei mir ist es halt nicht ohne Folgen geblieben, ne? Sodass ich dann halt auch demjenigen, der vielleicht dann auf mich wieder zukommen möchte oder mit dem ich eine Beziehung führen möchte, dass es dann halt etwas gibt, was ich ihm leider nicht mehr geben kann. Weil das Problem war, dass ich damals, das wusste ich allerdings selber nicht, das habe ich auch erst hinterher erfahren, und zwar, das war kurz bevor ich ihn rausgeschmissen habe, da hatten wir dann auch nochmal miteinander geschlafen und daraus ist ein Kind entstanden, also ich war schwanger. Und er hat mich dann aber zu dem Zeitpunkt ja auch dann wieder geschlagen, und zwar auch gerade, was den Unterleib betrifft. Und so, dass ich dann halt, das war dann zur Faschingszeit 2004, und dann sind wir dann am Rand gestanden beim Umzug bei meiner Familie im Schwarzwald unten. Und dann auf einmal habe ich so dermaßen das Bluten angefangen, dass ich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich bin dann auch ohnmächtig geworden, bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ja. Und die haben dann zu mir gesagt, dass ich aufgrund dessen dann eine Fehlgeburt hatte und dass es dann eben der Auswirkung von dem Schlagen war. Das heißt, dieser Mann ist verantwortlich dafür, dass du dein Kind verloren hast. Ja, vor allen Dingen ist er auch verantwortlich dafür, dass ich seitdem ich weiß, oder beziehungsweise erst Wochen später bei der Nachuntersuchung habe ich erfahren, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann. Oh ja, das ist aber sehr heftig. Und ich bin jetzt erst 25, also ich hätte normalerweise mein Leben und meine Familie noch vor mir gehabt und das ist jetzt halt nicht mehr. Svenja, ich möchte, dass du ein paar Worte oder vielleicht auch ein paar mehr Worte mit meiner Psychologin sprichst. Gern. Das fände ich, glaube ich, sehr ratsam und angebracht bei der Geschichte jetzt. Vielleicht gibt es ein paar Möglichkeiten, dass wir dir etwas helfen können oder einige konkrete Ratschläge geben können für eine Selbsthilfe auch. Ja. Da würde ich dich bitten, aufzulegen, und die Anja, meine Psychologin, heute Nacht ruft dich an. Alles klar, super. Alles Gute, und ich wünsche dir... Wünsche dir einen irgendwann und möglichst bald einen tollen Mann, zu dem du auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen kannst. Das ist lieb, Dankeschön. Und ich wünsche dir und auch wie meinen Vorrednern auch alles Gute weiterhin für die Sendung. Ein super schönes Weihnachten und vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sehr nett von dir, wünsche ich dir auch. Und dass nächstes Jahr deine Sendung weiterhin so geil läuft wie jetzt. Ja, das hoffen wir auch. Okay, super. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, ciao. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, euer Jahresrückblick 2006. Ich möchte morgen die ganze Sendung über mit euch sprechen, über euer Jahr 2006. Wie war das Jahr für euch? War es gut, war es schlecht? War es schön, war es schräg, war es lustig, war es witzig? Die wichtigsten und besondersten Vorkommnisse, über die möchte ich gerne morgen mit euch sprechen. Euer Jahresrückblick 2006. Hier ist Fatma. Fatma ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Fatma. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Ich wollte gerne mit dir über meine Beziehung reden. Also ich bin Türke. Ja. Ich kann ja meinen Namen schon hören. Ja. Und bei meinen Eltern, beziehungsweise bei der Gesellschaft, ist so ein Hickhack. Warum? Weil bei den Türken ist es so, also bei den türkischen Frauen ganz besonders, dass man halt nicht die Sachen machen kann, was man gerne will. Also es gibt in Berlin so viele lesbische Frauen. Ja. Aber halt wegen den Eltern oder wegen der Gesellschaft halt dann lieber einen Freund bevorzugen oder halt dann zwangsverheiratet werden. Das heißt, bist du eine lesbische Frau? Ich bin eigentlich bisexuell. Du bist eigentlich bisexuell, aber auch schon mit einem guten Hang zu Frauen.
Ich habe seit 8 Monaten schon eine Fernbeziehung mit deiner Frau. Ah ja, eine Fernbeziehung. Und ihr trefft euch aber schon ab und zu. Wir treffen uns alle 2 Wochen schon. Bloß das Problem ist, ich muss mal bei meinen Eltern mal eine Ausrede finden, wenn ich immer nach Warstein fahren muss, also zu ihr. Wobei, das kann man doch besser verheimlichen. So, man kann doch so auf gute Freundinnen das Ganze spielen, als wenn es jetzt ein Typ wäre, oder? Ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt sagen würde zu meinen Eltern, ja, ich fahre jetzt mal zu meiner Freundin nach Warstein jeden Monat für 2-3 Tage oder halt mehr, je nachdem. Dann würden die sagen, ey, warum fährst du jeden Monat zu ihr? Also die würden dann skeptisch werden. Ja. Das heißt aber, du hast Erfahrung, ihr habt auch schon miteinander geschlafen? Ja. Ja? Und du hast Erfahrung auch schon mit Männern? Du hast mit Männern auch schon geschlafen? Nein, gar nicht. Nee, noch gar nicht? Nein. Ach so. Dann ist also die erste Erfahrung jetzt mit einer Frau, die du gemacht hast? Ja. Und das war eine gute Erfahrung? Ja. Eine erfüllende, für dich erfüllende Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Ja, und das heißt, du bist auch verliebt in deine Freundin? Auf jeden Fall, ja. Sonst wäre ich ja mit dir jetzt nicht zusammen. Stimmt, ja. Ja, das ist natürlich ein Problem wahrscheinlich, wenn du jetzt deiner Familie sagst, hier, ich bin lesbisch und ich will mit einer Frau zusammenleben. Da bricht für deine Eltern wahrscheinlich die Welt zusammen. Genau, bei meinen Geschwistern ist okay. Also meine Schwester sagt, ey, das ist cool. Und mein Bruder war anfangs so skeptisch gewesen. Ach, den hast du schon erzählt? Ja, meine Schwester war schon seit 7 Jahren. Ich bin auch schon so lange bi. Und, Ach so. Ja, und so. Mein Bruder habe ich es vor 4 Jahren erzählt. Bloß der hat es nie so wahrgenommen. Ach, die ist bisexuell, ach, die wird auch schon mal einen abkriegen und so. Ja. Wo ich es halt beim ersten Mal ihnen gesagt hatte, ja, ich habe eine Freundin und so, war ja schon ein bisschen so skeptisch und war ziemlich schockiert. Und bei meiner jetzigen Freundin geht es eigentlich jetzt. Und du, es gab vorher schon auch noch eine andere Frau. Ja, gab es schon. Aber ich habe... Ich habe da keine, da irgendwie so Erfahrung sammeln können, weil ich das nicht wollte. Ja. Du bist sicher, dass deine Geschwister, die werden nichts an die Eltern sagen, wenn du das nicht möchtest. Die halten dicht. Genau, die halten das total dicht. Mein Bruder vor allem Ding und meine Schwester auch. Ja. Weil die musste ziemlich da durchmachen, weil als ich im September bei ihr war, da hatte sie Geburtstag gehabt. Ich dachte so, okay, da kann ich mal ein paar Tage verbringen. Und, dann meinten meine Eltern so, jetzt müssen wir uns mal irgendwie mit dem mal abklären, so mit meinen Geschwistern und herausfinden, was ich wirklich mache. Weil ich arbeite und ich nehme dann halt in jedem Monat so 2 Tage Urlaub, je nachdem. Ja. Und sag dann mal zu meinen Eltern, ich bin auf eine Geschäftsreise. Ach so. Also ein kompliziertes Lügengebäude ist das. Genau. Ja. Sind ja deine Eltern mittlerweile nicht, du bist nun auch schon 23 Jahre alt, dass die mal sagen, hier, wie ist es mit heiraten und Freund? Gar nicht, bei uns ist es total so lässig. Also weil wir aus der Westtürkei kommen, in der Osttürkei sieht es ja anders aus. Achso, die Westtürkei, die sind liberaler und die Osttürkei ist eher konservativ? Genau. Ah ja, wusste ich. Wir kommen aus der Westtürkei und man sagt zu uns, ihr könnt heiraten, wen ihr wollt, etc. Aber das würde doch auch bedeuten, dass deine Eltern vielleicht, du wohnst in Berlin, hast du gesagt? Ich wohne in Berlin. Ja, dass deine Eltern vielleicht dann auch toleranter reagieren, wenn du sagst, pass mal auf, es ist bei mir so und so. Ja, ich habe schon ein paar Mal mit denen darüber geredet, so über Bisexualität, Homosexualität. Und was haben die spontan gesagt darauf? Die meinen, die haben eher Mitleid oder bei unseren eigenen Kindern wäre es katastrophal. Ja. Ja, deswegen. Es ist ja immerhin schon was, wenn sie es spontan gesagt hätten, das ist der letzte Dreck oder es ist die letzte Sünde und das Allerschlimmste auf der Welt, wäre vielleicht noch schlimmer, als wenn sie sagen, wir haben Mitleid. Ja. Also vielleicht kann man da schon eine Gesprächsebene finden, denn so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das für dich eine wichtige Sache. Das ist ein Teil deines Lebens und Teil deiner Identität. Und das kannst du ja nicht die nächsten Jahre geheim halten. Irgendwann wirst du den Schritt nach draußen wagen müssen. Ja, das auf jeden Fall, das will ich auch machen. Ich finde ja schon mal sehr toll, dass deine Geschwister auf deiner Seite stehen. Das hat man ja auch nicht immer. Ja. Ne? Das ist schon mal eine große Sache. Wer ist denn, ist der Papa oder die Mama eher zugänglich für solche Themen? Eher bei meiner Mutter. Mein Vater denkt, dass halt Bisexualität oder Homosexualität eine Krankheit sei und ansteckend ist. Der ist 63 Jahre alt übrigens, von daher. Ja, klar. Ja, also so lange ist es in Deutschland auch noch nicht her, dass man hier dachte, das ist eine Krankheit oder ein psychischer Defekt. Ja. Das ist ja alles auch noch nicht so lange liberal. Ja, vielleicht solltest du es dann versuchen, über deine Mutter ein Gespräch zu finden und es ihr zu sagen. Ja, aber ich habe da eher Angst, so, Verstehe ich. Wenn halt im Haus dann eingeschlossen werde und kaum rausgehen kann und wenn es dann auslegt, dass ich mit meiner Freundin zusammen bin, weil meine Eltern kennen sie ja auch, weil die war ja offiziell bei mir einmal gewesen. Ach so, du hast Angst, dass deine Eltern dich einschließen würden, wenn du es... Genau.
dass ich dann meine Freiheiten dann alles vergessen kann. Egal, was ich sage, dass sie mich dann verfolgen könnten und halt das nicht mehr ausnehmen können. Wie ist denn das geplant? Wie lange willst du denn überhaupt noch bei deinen Eltern wohnen? Ich gehe mal davon aus, dass du bei deinen Eltern wohnst. Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ja. Ist denn da sowas in Planung, dass du sagst, irgendwann möchte ich auch meine eigene Wohnung haben? Ich habe das so für nächstes Jahr geplant, so Juni, Juli, weil meine Freundin ist Deutsche und sie macht zwar mit, aber sie leidet auch schon darunter. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, in dem Moment, wo du nicht mehr in der Wohnung deiner Eltern wohnst, sondern deine eigene Wohnung hast, dass du es da dann auch sagst. Dann haben die weniger Zugriff auf dich und es ist alles ein bisschen getrennter und die Fronten sind vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Ja, das Problem ist, erst wenn man heiratet, kann man eine eigene Wohnung haben. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt eine eigene Wohnung haben, denken meine Eltern dann falsch von mir. Und die denken, ich bin bei denen unglücklich. Ach so, das heißt, in eurer Kultur können junge Frauen nicht einfach so eine eigene Wohnung haben. Genau, bei den meisten schon. Also kann man gar nicht so einfach raus, ja, ich will jetzt eine eigene Wohnung haben, ich bin schon über 18 und so. Ja. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein. Also du hast viele Kämpfe zu kämpfen. Genau. Ne? Deine Eigenständigkeit, deine Sexualität, das ist schon schwierig. Ich versuche da irgendwie halt das zu bewahren, was ich eigentlich bin, teilweise. Meistens, aber meine Freunde habe ich das auch schon erzählt und habe so... Also ich bin ganz sicher, du hast schon so viele Schritte gemacht, finde ich erstaunlich. Und du hast schon so viele mutige Schritte auch gemacht, dass du auch einen Weg finden wirst, noch weiter deinen Weg zu gehen. Ja. Denn es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Ja, na, wenn ich es meinen Eltern sagen würde, würde ich im Moment zwar in dem Moment meine Eltern verlieren für ein paar Monate eventuell und ich weiß nicht, ob sie dann einen Schritt auf mich zukommen würden. Ja. Ist denn das Verhältnis eigentlich gut zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern sehr gut. Ja, das heißt, die lieben ihre Tochter Fatma sehr. Ja. Ja. Siehst du, vielleicht sind die am Anfang erstmal empört und entsetzt. Okay, wenn sie aus einer ganz anderen Kultur und einer anderen Denkweise kommen, kann man das ja auch noch verstehen. Aber vielleicht siegt irgendwann die Liebe zu der Tochter. Dass sie dann sagen, okay, es ist halt nicht unser Geschmack, es ist nicht unsere Welt, es ist nicht unsere Tradition, aber es ist unsere Tochter. Und wir haben unsere Tochter lieb. Also stehen wir auch zu unserer Tochter. Ja, das hoffe ich. Wollen wir das mal hoffen? Wollen wir das mal hoffen? Ich möchte dich ermutigen, deinen Schritt weiterzugehen, deinen Weg weiterzugehen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Das finde ich sehr toll. Ja, meine Freunde sagen allerdings, zwei, drei Freunde, sag das auf gar keinen Fall. Du würdest deine Eltern damit die Gesundheit gefährden. Nein, ich finde, dass man das irgendwann schon sagen muss. Es ist natürlich ein anderer Fall, wenn die Eltern schwer krank sind oder so, dass man denen das nicht zumuten möchte. Aber wenn alles noch relativ normal läuft, finde ich schon, dass man das tun sollte. Und das fände ich in deinem Fall auch richtig. Ja. Liebe Fatma, alles Gute. Okay, danke. Wünsche dir alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Kirstin. Kirstin ist hier und sie ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Bei mir geht es darum, dass ich halt vor 2 Monaten erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ja. Und auch kurz davor bei Aldi gearbeitet habe, da überfallen worden bin und sowas. Und das halt alles auf einmal kam. Jetzt bin ich getrennt von meinem Freund auch. Moment, langsam. Du hast bei Aldi gearbeitet? Genau, arbeite immer noch da. Und bist dort überfallen worden? Genau. Von wem? Von 2 Kerlen damals. Also die haben sich im Lager versteckt und ich habe mit meinem Chef allein den Laden zugemacht und dann... Also ein richtiger Überfall war das? Genau. Ja, und was ist da passiert? Ihr seid überfallen worden und ist da was geraubt worden? Oder hat man dir was angetan? Ja, der Tresor ist leergeräumt worden. Die haben mir ein Messer an den Hals gehalten und ich habe auch damals in psychologischer Behandlung kurz und sowas. Mhm. Und kurz darauf habe ich dann halt auch erfahren, dass ich schwanger bin. Ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und er stand halt nicht dazu. Mhm. Beziehungsweise es war halt seitdem sehr zwiespaltig, dass er mal gesagt hat, ja, ich will das Kind. Dann hat er wieder gesagt, nein, ich will's nicht. Also je nachdem, welche Streitsituation wir gerade hatten, was er dann gesagt hat. Liegt ja noch gar nicht so lange zurück, ne? Du bist jetzt im 2. Monat schwanger, so lange? Nee, im 4. Monat jetzt, aber man hat's halt erst später herausgefunden. Ach so, im 4. Monat schon. Mhm. Genau, ich bin jetzt gerade im 4. Monat gekommen und jetzt ist es halt so, dass ich von meinem Freund getrennt bin. Weil er es nicht will? Ja, er hat teilweise gesagt, ich werde dir das Kind aus dem Bauch treten, ich zahle nicht für ein Kind, was halt in so Verhältnissen aufwachsen soll, dass sie halt getrennt sind und sowas. Mhm. Und jetzt sagt er sagt immer schnell Sachen und dann bereut er es wieder. Mhm. Und jetzt sagt er halt wieder, ja, ich will dich zurückhaben, ich werde mich ändern. Aber das höre ich halt jetzt schon seit einem halben Jahr von ihm, dass wir halt vorher auch schon Probleme in der Beziehung hatten. Und ich halt jetzt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Weder finanziell, noch mit der Arbeit, noch mit meinem Freund, mit Beziehung. Dass ich halt im Moment... Du hängst richtig in Seilen. Bitte? Du hängst richtig in den Seilen im Moment. Genau. Ich lebe bei meinem Vater. Wir haben eine 47 Quadratmeter Wohnung. Mhm.
Und, aber die, den Job hast du noch? Du arbeitest ja noch? Den hast du noch. Mhm. Genau. Und den, genau, den kannst du auch behalten und kannst auch nach Mutterschaftszeit, oder wie man das nennt, auch wieder zurückkommen dann? Ja, aber ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich das will. Mhm. Mhm. Halt durch diese ganzen Sachen, die passiert sind. Und auf der Arbeit auch. Ich war halt danach wieder arbeiten und wir haben keine Überwachungskameras. Und mir wurde halt versichert, dass wir abends dann mit 3 Leuten immer da wären, anstatt nur mit einer Person. Achso, du hast Angst, da zu sein. Genau, genau. Und halt im Moment sind Sachen, dass ich mir keine Wohnung nehmen kann, weil ich es halt finanziell nicht hinkriege. Mhm. Ich war schon bei Schwangerschaftsberatungen und die sagen mir dann, ja, weil ich in der Ausbildung bin, würde ich keine Zuschüsse bekommen. Ich müsste halt arbeitslos sein, damit ich halt diese Zuschüsse für eine Wohnung bekommen würde. Ach, du bist noch in der Ausbildung als Verkäuferin? Genau, oder? Genau, das ist das. Ah, ja. Ja, ich habe auch erst im August angefangen und im September war halt der Überfall. Oh weia, das ging aber dann Schlag auf Schlag. Genau. Gleich. Genau, dass ich halt jetzt gar nicht weiß, wie geht das weiter. Wie alt ist denn dein Freund oder 20. dein Ex-Freund? 20. Hattet ihr denn nicht verhütet, richtig? Oder habt ihr es drauf angelegt? Ja, nee, drauf angelegt auf gar keinen Fall. Mhm. Genau, also ich schätze, dass es halt was mit dem Überfall zu tun hatte, dass das durch den Schock, ich war beim Frauenarzt, er hat halt gesagt, durch den Schock passieren kann, dass das dann halt alles ein bisschen nachlässt. War die erste Reaktion von deinem damaligen Freund negativ, gleich ablehnend? Hast du gesagt, dass das hätte ich ja damals gar nicht gedacht. Es war halt am Anfang der Beziehung so, also mittendrin der Beziehung nach einem halben Jahr, dass er gesagt hätte, dass er es gar nicht so schlimm finde, wenn ich ein Kind kriegen würde oder so, weil er mich halt so liebt, dass er sich sogar freuen würde. Und dann war es halt so, dass ich ein komisches Gefühl hatte, Übelkeit, und dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache einen Test. Ja. Oder ich habe ihn dann von mir aus gemacht, ohne dass jemand was davon wusste, und dann war er halt positiv. Ja. Und dann war es halt so, dass mein Freund dann auch mit ins Krankenhaus gefahren ist. Mhm. Er total geschockt war. Mhm. Ich meine, ich konnte es auch verstehen am Anfang. Und die erste Woche, dass er gesagt hat, hör zu, ich muss erstmal darüber nachdenken. Es ist klar, ich habe auch gesagt, ich habe Verständnis dafür. Mhm. Aber dann diese Situation danach, wie er halt reagiert hat. Also das war immer ablehnend, dann hat er sich wieder entschuldigt und wollte wieder zu mir kommen. Genau, also er hat mich sehr im Stich gelassen. Er hat mich im Stich, er hat mich... Wie ist das denn im Moment? Ich bin nicht mehr an ihn rangekommen. Wie ist das denn ganz aktuell so im Moment? Sprecht ihr miteinander oder simst ihr mal? Oder? Ja, wir haben uns gestern Nacht getroffen. Wir waren halt bei McDonald's, haben halt was zusammen gegessen. Ja. Und dann habe ich ihm halt auch die neuesten Ultraschallbilder gezeigt. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob er sich freut, ob er nur so tut, um die Beziehung zurückzubekommen. Ich weiß es nicht. Wie empfindest du denn für ihn noch? Ah, stark. Stark. Also, stark. Ja, er ist das der heißt, Vater wenn, meines Kindes. Ja, das heißt, wenn du dann das wünschen könntest, du würdest gerne mit ihm zusammen die Familie gründen. Ja, auf jeden Fall. Nur ich merke halt, ich weiß nicht, immer mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein. Kann das sein, dass er mich halt sehr im Stich lässt. Kann das denn sein, dass er eigentlich vielleicht auch noch sehr viel und sehr tief für dich empfindet, aber einfach mit der Situation im Moment überfordert ist? Es ist ja so, ich halte ja schon alles von ihm fern. Ich habe ja so viel getan für ihn jetzt die letzte Zeit, dass ich gesagt habe, hör zu, wenn du mit der Schwangerschaft nicht klarkommst, nimm dir eine Auszeit, mach dies, mach das. Aber also, dass ich ihm wirklich gesagt habe, ich schaffe das dann auch alleine, bleib zu Hause. Sagt er denn irgendetwas darüber, was er für dich empfindet? Ja, er sagt, er liebt mich. Mhm. Aber es ist halt immer so, in der Trennungsphase liebt er mich sehr stark und er zeigt es mir, aber sobald ich dann wieder präsent für ihn bin, sobald ich dann halt wieder da bin und sage, okay, jetzt bin ich da, geht er wieder einen ganzen Schritt zurück, dann lässt er mich im Stich. Also eine sehr aufreibende Sache für dich, ne? Die letzten 3 Monate körperlich, dass er mich irgendwie mal angefasst hat, gestreichelt hat oder mich in den Arm genommen hat, da kommt einfach nichts mehr. Aber er hat dich nicht irgendwie geschlagen oder sowas? Nein, aber er hat mir die letzte Zeit damit gedroht. Und ich weiß halt nicht, macht er das, wird er es machen, wird es nicht machen? Das ist das, wo ich ihn überhaupt nicht einschätzen kann. Mhm. Also wo ich auch Angst vor. Meine Familie, die sagt auch schon, nein, die akzeptieren ihn jetzt nicht mehr, weil er mir halt so wehgetan hat mit Sachen, die er gesagt hat. Er hat meine Familie beleidigt. Zum größten Teil das halt mit dem Kind, dass er gesagt hat, ja hätte ich auch damals meine Ex-Freundin geschwängert, dann wird's mir... Dann hätte ich wenigstens nicht so ein hässliches Kind wie von dir. Oder teilweise sagt er, hat er dann...